Ja, egal. So, wir kümmern uns um die Energie-Upgrades. Energie-Upgrades. Haben wir hier. So, dafür brauchen wir Golddust, Enriched Alloy und Glas. Golddust, Enriched Alloy, Glas. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir einfach mal ein paar von den Dingern her. Wobei wir jetzt halt ein bisschen, oder ich halt ein bisschen aufpassen muss, wie viele ich davon jetzt irgendwo reinhämmer. Wir bauen erstmal 8 Stück, das ist das Maximum, was man bauen kann. Denn es gibt anscheinend eine Oberanzahl, ist das richtiges Deutsch, also eine Obergrenze für Upgrades in den Maschinen und die scheint bei 9 zu liegen. So, wie immer machen wir uns natürlich NEI aus und dann hauen wir da mal 2 Stück rein. Die laufen dann durch. Remove Energy Upgrade können wir uns auch wieder rausziehen. Jetzt habe ich natürlich, dumm wie ich bin, hier ist jetzt ein Speed Upgrade drin. Ich möchte das gerne euch zeigen, ohne irgendwelche Upgrades. Ohne irgendwelche Upgrades. Hier steht jetzt, using 50 Joule per Tick. Jetzt hauen wir eins rein. Jetzt steht da 37,49. Dann hauen wir das zweite da rein. Jetzt steht hier 28,11 Joule per Tick. Ne, also so haben wir das Ganze halt ein bisschen ausgebremst, denn das wird jetzt halt ein ganz großes Thema hier. Ich komme in der Energieversorgung nicht mehr hinterher und ich wollte ja alles, wirklich alles, naja, nicht unbedingt alles, aber vieles. Alles ist, es ist so eine Sache. Also ich wollte vieles halt per Mechanismen steuern. Ja, das wollte ich. So, wir brauchen Vibrant Alloy. Bei dem Alloy-Smelter bin ich vorsichtig. Den schalte ich hier lieber aus. Ich denke dabei an die letzte Staffel, da habe ich schon genügend mich über das Maschinchen hier geärgert. So, kommen wir zum nächsten. Energie ist das Thema. Wir haben jetzt das Ganze ein bisschen geupgradet. Und jetzt gehen wir nochmal Mecha ein. Wir wollen ja uns, gern Mecha, wollen wir uns hier ausmeckern. Und dann muss ich mal kurz auf mein iPhone gucken. Kann er vergessen. Ging gerade um World of Warcraft. Ich zocke nämlich wieder World of Warcraft. Windturbine! Wir wollen eine Windturbine haben. Dafür brauchen wir Enriched Alloy, Osmium, Osmium, Basic Circuits und Energy Tablets. Die Energy Tablets, Yolt, Redstone, Enriched Alloy. Gut, wir holen uns hier mal ein bisschen Enriched Alloy. Kleines Update noch zum Unificator. Wir haben gestern Abend über den Unificator ein wenig philosophiert, der Baker und ich. Und er hat halt die Wahl gestellt oder er hat halt gemeint, er wäre in der Lage, den auszuschalten. Oder er wäre halt gewillt, den auszuschalten. Ich habe gesagt, mach, was du willst. Aber habe ich gesagt, wenn das Ding auskommt, dann bleibt das aus. Ansonsten kriege ich eine Aggression. Und ich sage, die Aggression, die wird nicht schön und die willst du auch nicht haben. Dann hat er gesagt, ja, dann bleibt er auch aus. Weil wir haben folgendes Problem. Wir packen hier Eisen rein, kriegen Enriched Iron. Ich muss gerade gucken. Da, Enriched Iron raus. Das Enriched Iron läuft in den zweiten Infuser und daraus wird Stahldust. Und zwar Dirty, Dirty, Dirty Diana. Wo ist er denn? Liegt das Dirty? Na, Gold, Osmium, Refined, bla, Steeldust. Wir haben ihn. Mechanismen. Der wird zu Gregtech. Und wenn er Gregtech ist, lässt er sich nicht in dem Smelter verarbeiten. Weil der Stahl. Gibt es keine Rezepte? Gut, dann halt nicht. Weil der Stahl aus Mechanismen. Der lässt sich halt auch. Also nicht der Stahl, sondern hier der Stahl. Dust. Netherpick Ore. Nice. Das ist alles falsch, was hier. Der lässt sich schmelzen und lässt daraus Stahlingots werden. Und das ist ja das, was wir wollen. Wenig Aufwand, wenig Material. Deswegen habe ich alle drei Maschinen nebeneinander gestellt. Also ich habe noch einen dritten, noch einen weiteren Enriched Smelter dazugestellt. Und das Ganze geht in eine Iron Chest rein und brutzelt mir da Stahl. Das hier war schon mal testweise. So, hier so eine Enrichment Chamber. Hier ist die Rolling Machine. Die Rolling Machine, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Redstone Furnace, ich glaube, den hatten wir beim letzten Mal auch schon dazwischen. Also mit der Rolling Machine muss ich mir noch was einfallen lassen. Die muss ich nochmal extra stellen, so dass ich diese Kabel
dass ich denen sagen kann, wenn du ein Redstone-Signal anliegen hast, dann funktionierst du und ansonsten nicht, weil die Rolling-Maschine, das ist ja allgemein bekannt, die zieht ja immer Strom. Sollte bekannt sein. Isolde Baden oder wie war das, ne? So, heiter geht es weiter. Ich wollte eine Windturbine bauen. Dafür brauchen wir erstmal Gold. 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 Wollen Sie mich verschaukeln? Da ist ja gar kein Gold mehr da. Ach, da habe ich ja noch aus der ollen Höhle. Ja, ich war ein bisschen minern und habe so eine olle Chest gefunden. Da war halt ein bisschen Iridium drin und so. Der normale Wahnsinn. Brauchen wir gar nicht Iridium. Also wenn es so weitergeht, brauche ich wirklich kein Iridium. Aber, ne? Psst, wollen wir nicht so laut sagen. So. Ja, apropos wollen wir mal nicht so laut sagen. Ich habe jetzt echt mein ganzes Gold verknallt. Ich dreh durch. Apropos wollen wir mal nicht so laut sagen. Also, Sarkasmus, Ironie und so weiter sollte jeder kennen und können. Also insbesondere, wenn ich mal wieder so bitterböse über irgendjemanden herziehe oder läster oder irgendwas. Nehmt doch nicht bitte immer alles zu ernst und zu genau. Das Leben ist ernst genug und ihr guckt ein Let's Play zur Unterhaltung. Meine Güte nochmal, da muss man, kann man natürlich auch mal einen Affen machen, muss man aber nicht. Was wollte ich jetzt eigentlich mit dem Gold? Siehst du, ist schon wieder soweit. Voll kaputt, der Typ. Ich wollte mir 4 von diesen Enriched Tablen herstellen. Energy Tablen meine ich natürlich. Was habe ich wieder gesagt? Irgendwas Verwirrtes, irgendwas Wildes. So, wir brauchen noch Rotstein. Die haben wir. Können wir auch so lassen. Gold. Dann, nein. Da nicht, aber das und das und das und so. Und dann stellen wir uns ein... Achso, die stacken ja nicht, da war ja was. Und 2 und 3 und 4 und 5, machen wir 6 Stück. Dann können wir nämlich, und das ist das, was ich vorhabe, uns einen kleinen Windpark bauen, machen, tun. Wie weit ist denn er hier? Nee? Ja? Okay. Sieht schon ganz nett aus. Das Ganze. So, warum ich da draußen übrigens nur einen Endstone habe, fragt ihr euch vielleicht. Wie viel habe ich jetzt? 4, 5. Das hat ganz einfach den Hintergrund. Ich will mal gucken, ob die jetzt wirklich auf Endstone schneller wachsen, die Enderlilien, oder nicht. Deswegen, da werden wir auch mal so ein bisschen ein Auge drauf werfen. Falsches Glas. Verdammt. So. Hier. Gucken. Nö. Noch nicht. Später vielleicht. So, zurück, hier hoch, Klappe zu, einfach tot. Okay, geht's weiter. Wir brauchen den Kollegen hier. Dafür brauchen wir Circuits. 3 Stück, 3 Sockets. Und dann machen wir mal so und dann machen wir mal so. Ach, wir haben hier gar kein Osmium-Dust auf Tasche, wa? Na, das ist ja natürlich wieder formschön. Copyright bei mir. Formschön. Lecker. Windturbine. Einmal. Windturbine. Zweimal. Windturbine. Dreimal. So, 3 Windturbinen. Die sollten eigentlich erstmal, ne, also, liebe Leute, erstmal, sollten die genügend Energie bringen. Erstmal. Das muss man betonen. Erstmal. Muss das zwar nicht ganz so hohl betonen, wie ich das gerade mache, also so leicht im verarschenden Unterton, aber erstmal. Ne? Genau. Das Quartz Cutting Knife kommt da rein. So, wir brauchen jetzt aber noch was. Und zwar brauche ich erstmal den Schlafsack und will mal die Nacht überspringen. Und dann will ich euch mal was erklären zu den Windmühlen, was ich erlesen habe. Aber... ich habe es nur erlesen, ich habe es nicht praktisch getestet. Also, je höher eine Windmühle steht, desto mehr Energie bringt sie. Klingt logisch, mache ich mit. Und je höher sie steht, umso mehr Energie macht sie. Das hatte ich schon. Warum wiederhole ich mich da? Ich weiß es nicht. Bäh.
Genau, und je mehr Freiheit sie hat nach links und rechts. Also, das ist im Prinzip nichts anderes wie die Compact Windmill aus der letzten Staffel. So. Und nun habe ich mir überlegt, die muss dann ja wahrscheinlich, wenn das da schon so drin steht, die muss dann wahrscheinlich auch auf einen hohen Punkt stehen. So, wir befinden uns hier ja überall bei 75. Und nun habe ich mal die Gegend hier so ein bisschen ausgecheckt. Und ich bin zu einer netten Aussicht, ich glaube, dieser Berg müsste das sein. Den habe ich mir nämlich nicht markiert, den Berg. Dumm, wie ich mal wieder bin.